Willkommen zurück bei TerraTech. Ja, wir sind wieder zurück, nenne ich es mal. Ich hatte ja mal was gecallt, was hatte ich nochmal gecallt? Genau, dass ich mir jetzt angucke, wie ich denn GSO-Grades bekomme und dann irgendwas umbauen wollte. Ja, soweit so nicht vorhanden. Also, naja, nicht vorhanden kannst du nicht sagen. Ich habe mir angeguckt, wie ich GSO-Grades bekomme, habe es nur nicht herausgefunden. Quasi. Liegt vielleicht daran, dass das wohl anscheinend noch ein wenig verbuggt ist. So. Ich möchte aber weiterhin irgendwie die Dinger von hier oben über ein Fließband woanders hinkriegen. Beziehungsweise über Fließbänder. Halt zu einem Generator, den ich ja besitze, wie man hier sieht. Weil über diesen Generator kann ich halt alles aufladen. Klingt logisch, ist es auch. So, dazu benötige ich nur mehr GSO-Grades. Wenn ich es denn jetzt richtig verstanden habe, und davon gehe ich nicht aus, kriege ich GSO-Grades dadurch, dass ich einfach größere GSO-Dinger schrotte. Klingt plausibel, ist es nicht. Mal eben einmal ein paar Batterien hier wieder mit dran jagen, dass ich zumindest etwas aufgeladen bin. Dass ich mal eben dann jetzt Holzfällen gehe und gucke, wie das denn wohl funktioniert, wenn ich jetzt da den Generator habe. Ja, wird nicht abgeliefert. Gut. Naja, eigentlich nicht gut. Ne? Das würde nämlich bedeuten, dass ich wirklich ein Fließband brauche. Und ja, nicht nur das Fließband brauche, sondern auch zwei von diesen wunderschönen Dingern. Und ich brauche eigentlich ja das filternde Fließband, das nur das und das dahergeht. Und jetzt den Generator. Im Grunde. Von meiner Logik jetzt her. So, das geht jetzt alles aufs Fließband. Ja, und das sollen ja zum Beispiel, die Dinger sollen da ja nicht drauf, ne? So, warte, dann machen wir das nochmal eben anders. Was passiert denn, wenn ich das so mache? Ja, also von der Theorie her könnte das gehen. Ich weiß halt nicht, wie lange es hält, ne? Weil irgendwann ist da halt auch der andere Quatsch drauf. Punkt. So, ich bin jetzt aber so weit meiner Meinung nach gekommen, dass ich halt einfach andere GSO-Grades schrotten müsste, um weiterzukommen. So die Theorie. Inwieweit das jetzt richtig ist, ne? Keine Ahnung. Oh, da vorne ist aber irgendwas. Ich gehe mal eben Steine wegkloppen. Und schieß dann da mal rein. Das Ding müsste schon kaputt sein, ne? Oh, hier war wohl nichts bei, weil es nun kleiner war. Würde für mich ja bedeuten, sag mal, wenn ich da jetzt das Ding jetzt, irgendwie kriege ich gerade wirklich nur das Holz. Kann das wohl sein? Ja, ich kriege gerade nur das, nein, ich glaube nicht nur das Holz. Schade, ich wollte gerade schon happy sein. Dass wenn ich nämlich nur Holz kriege,
der sich das gemerkt hat, dass das ein Generator oder ähnliches ist. Und das finde ich ja dezent angenehm. Ehrlich gesagt. Muss ich jetzt mal so sagen. Ich weiß halt nicht, wie lange das hält mit dem Generator und so. Muss ich jetzt auch dazu sagen, das weiß ich einfach nicht. Also, ich werde jetzt einfach mal ein bisschen weiter die GSO-Grades raiden. In der Hoffnung, dass ich irgendwann mal geilen Stuff kriege und dadurch dann Level abkomme. Merke ich gerade, dass ich echt wenig Feuerkraft habe. Kommt mir zumindest vor. Oh, jetzt habe ich getroffen. Ich muss ja eigentlich nur in einem Grunde einmal treffen. Oh, irgendwas habe ich da kaputt gemacht. Nein, das war sogar was Gutes, glaube ich. Scheiße. Was haben wir hier jetzt rumliegen? Ach, relativ viel Stein und sonst nur Bullshit. As usual. Vorne betteln sich wieder zwei. Der eine hat gerade einen derben guten Treffer kassiert. Ich werde mich mal einmischen. Ist ja nicht so, als wenn ich hinten gar keine Feuerkraft hätte, nur halt nicht so viel. Das ist ja eigentlich der Clou. So. Okay. Okay. Ich habe Waffen bekommen. Liegt überall relativ viel rum. Hier ist. Na, die Waffen will ich ja gar nicht mehr mitnehmen, weil die sind nicht so stark, meines Wissens. Hier ist ein Bohrer. Bohrer habe ich. Ja, Blöcke kann man ja immer mal mitnehmen. So, und jetzt seht ihr nämlich so langsam. Also jetzt erkennt ihr das Problem, das ich habe mit diesen Dingern. Irgendwann sind die halt voll und dann kriege ich keinen Strom mehr. So, und deswegen will ich ja eigentlich die Filterfließbänder haben. Und irgendwie ein Ding, das halt sagt, hier kannst du Sachen abholen. Oder können Sachen runtergeholt werden. Oder was weiß ich halt. So. Jetzt habe ich nämlich das Problem, ja, ich habe keinen Strom mehr. So, was für mich jetzt bedeutet, ich brauche eigentlich diese Filterfließbänder. So, die ich natürlich nicht bekomme. Ich könnte das natürlich mal eben in der Richtung versuchen, dass ich hier wirklich ein Fließband hinsetze. Ah, gib mir eine Sekunde bitte. Da den Generator momentan. Die geben das nicht ab, ne? Das war so, ne? Das war das Problem an den Dingern, ne? Du hier drauf, du da dran und du da dran. So, und jetzt wird hoffentlich kriegt der Generator immer mal wieder Strom. Ja, er verkauft auch Holz. Aber dann, wenn, dann kriege ich auch was. Problem ist, dass ich das eigentlich einmal durch eine Fabrik schicken muss. Durch eine Raffinerie. Und dann kriege ich nämlich noch mehr. Halt einfach. Ne? Ach, der gibt das nicht dahin aus. Das ist sehr blöd. Ja, bedeuten, ich muss das drehen. Quasi so. Richtig?
Das sieht sehr interessant aus, wenn ich das mal so für mich sagen darf. Was passiert, wenn ich das jetzt andersrum setze zum Beispiel? Achso, dann wird das von da direkt geschossen. Also brauche ich im Grunde hier noch ein Fließband zwischen. Wobei, wird das gerade einmal verarbeitet und einmal nicht verarbeitet im Grunde? Bin ich das jetzt richtig? Durch irgendeinen Bug? Ja, geil. Okay, das sieht, dann dupliziere ich da jetzt sozusagen die Ressourcen. Das ist ja sehr interessant. Also ein Generator reicht auf jeden Fall nicht aus. Fürs Protokoll. Ein Generator reicht nicht aus. Ich muss irgendwie Holz in besseres Brennmaterial verarbeiten. Kein Plan, wie ich das mache. Aber ich muss das machen. Ich sollte vielleicht den GSO Stufe 3 Generator Fabrikator auch mal einfach hinsetzen und gucken, was ich damit machen kann. Und ich brauche halt einfach mehr von den Dingern sozusagen. So, dich möchte ich mal hinsetzen, weil, keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja eine neue Aufgabe. Keinen Schimmer, ehrlich nicht. Ich weiß noch nicht mal, wie ich die mit den Dingern jetzt craften kann. Ehrlich nicht, kein Schimmer, wie ich jetzt damit crafte. Ich könnte mal hier Holz drauf geben. Das gefällt. Wie gefällt dir das? Ach, nicht so gut. Ja, das war auch irgendwie zu erwarten. So. Ich setze dich da jetzt mal dran und jetzt. Kannst du Holz verarbeiten? Nö. Okay. Also ich werde meine vorläufige Energieproduktion, die ich jetzt hier an dem Tech habe, auch erstmal so lassen. Einfach aus dem Grund, dass es eine vorläufige Energieproduktion an dem Tech ist. Das trifft es ziemlich gut, finde ich. So. Ich habe das ja noch richtig im... Oh mein Gott, was ist das denn für ein fettes Vieh? Dass ich diese Dinger noch nicht kaufen kann, ne? Genau. Gut. Also nein, eigentlich nicht gut, aber ich habe gerade nicht so die Wahl. So, ich muss mal eben ganz fix Strom holen. Einfach aus dem Grund, dass da vorne ein Mob ist. Ich noch keine mobile Ladestation leider habe. Die aber brauche. Und dann den da vorne wegklatschen möchte. Ganz gerne. Ich glaube, ich werde hier auch mal ein paar mehr Batterien an dem Ding generell gebrauchen. Kommt mir zumindest so vor. So. Boah, habe ich da einen Energieverbrauch dran, glaube ich. Das ist ja auch nicht mehr feierlich, oder? Kommt mir das nur so vor. Fuck. Das war natürlich jetzt besonders klug. Also selbst für meine Verhältnisse. Naja, passiert. Ich gehe mal, fahr mal los, ich klatsch das Ding eben weg. Das ist mir nämlich wirklich ein Tick zu nah. Schießen wir ein bisschen rein. Zu schießen. Sehr gut. Ich würde den ganzen Rotz gerne einfach mal nach dahin schieben. Weißt ihr? Aber habe ich Schieber oder so? Ich habe ja eigentlich Reifen, das sollte ja auch ungefähr gehen. Ne?
zumindest die Theorie, dass das geht. Ich könnte mir einen Schieberbot basteln. Das einfach, der einfach die ganzen Sachen da hinten hin katapultiert. Quasi. So, also ich werde jetzt erstmal eben den Fabrikator mal wieder aufbauen. Yay! Obwohl, will ich den Fabrikator wieder aufbauen? Weil im Grunde brauche ich es ja nicht. Ich habe ja jetzt alles hier dran. Ja. Ich weiß halt nur nicht, wie ich jetzt an neuen Quatsch komme. Das ist halt eher so das Problem. Also, ihr seht den Turm da hinten auch, oder? Gut, ich wollte nur gefragt haben. Weil ich war mir nicht so ganz sicher gerade. Das ist ja wirklich eine Wand. Den kannst du ja gar nicht verfehlen, wenn du drauf schießt. Das testen wir. Ich war nicht nah genug dran. Okay, warte. Jetzt mach nicht so einen Quatsch. Ich möchte schießen. Oh, cool. Ich kann nicht weiterfahren. Oh, er hat sich hingelegt. Ja, gut. Halten wir mal mit ein bisschen rein. Okay. Wie kriege ich den ganzen Quatsch jetzt mit? Will ich den ganzen Quatsch mitnehmen? Was ist ja eigentlich die nächste Frage? Was ist denn da Interessantes bei? Das sind doch nur Blöcke im Grunde, oder? Ich glaube, den ganzen Quatsch will ich gar nicht haben. Hast du hier noch eine Kanone? Ja, das ist alles eigentlich nicht wichtig. Ich halte mich viel zu lange mit Sachen auf, die ich, für die mich momentan gar nicht interessiere. Weil mich persönlich interessiert die Base da vorne oder was auch immer das darstellen soll, gerade viel mehr. Okay, die fahrende Base wohlgemerkt. Mit der ich mich jetzt anlegen werde. Mit dem Hovercraft wohlgemerkt. Da ist nicht reingeflogen, kann das sein? Ich schieße es einfach mal durch. Kontrolle übernehmen und ich habe den Rest nicht gelesen. Ich muss ein anderes Tech bauen, die Kontrolle übernehmen und dann irgendwas noch machen. Um Leute zu invasieren. Also ich brauche ein neues Tech. Was ist ein GSO Terraphone? Was kann das? Venture Blöcke. Ja, ich nehme mal mit, weil ich das Ding jetzt so schön zerstört habe. Benutzen werde ich es wahrscheinlich erstmal nicht. Einfach aus Gründen, dass ich Venture nicht so hübsch finde. Und sowieso bei GSO ein bisschen weiterkommen möchte. Was diese Terraphones können, kann ich aber noch nicht so ganz sagen. Das ist für mich jetzt persönlich zu hoch. Oh, was habe ich hier noch? Die habe ich noch. Könnte das noch mitnehmen, weil es interessant aussieht. Sonst sind das auch echt fast alles nur Terraphones, oder? Ist das hier noch? Ah, Kanone. Kanone! So, dann wollen wir mal weiter, würde ich sagen. Hinten ist mir wieder was runtergekommen. Ja, ist ganz viel Zeug. Da ist auch kein GSO. Hinten scheint eine Base zu sein. Da will ich dann jetzt mal hin. Oh, hier ist meine Fabrik. Ach, das ist meine Fabrik sogar. Der hat meine Fabrik geschossen, geschrottet?
Ne, das ist nicht meine Fabrik. Ich wollte gerade schon sagen. So, da hinten ist aber ein. Auf jeden Fall irgendwie. Okay. Strom leer. Ab zurück. Ich gehe ja schon. Und ich habe irgendwie auch ein bisschen alles kaputt. Ein bisschen Holz fällen. Wieso stehe ich jetzt eigentlich andauernd? Irgendwie wird mir immer gesagt, dass ich rechts stehe. Habe ich irgendwie hier was drunter, oder? Ja, ich habe hier was drunter. Das erklärt so einiges, glaube ich. So. Und dann sollte ich mir vielleicht auch meine Aufteilung nochmal angucken. Und vielleicht ein paar mehr Fließbänder und so einen Quatsch da dran jagen. Das ist bestimmt nicht so verkehrt. Glaube ich persönlich. Ich werde mich mal ganz lieb hier hinfahren und jetzt einfach mal den richtigen Block wegnehmen. Den nämlich. Ach ne, und den. Ja. So wie dich. Und dich. Ich glaube, das müsste alles sein, ne? Oh ne, du noch. Du noch. Ja, und jetzt werde ich mich mal eben darum bemühen, das noch da drin zu. Nein, warte, das war blöd. Du weg. Quasi so. Jetzt so reich Räder habe ich. Ich war der Meinung, dass ich mehr Strom brauche, ne? Und ich sollte meine Waffen kommen.